Hallo zusammen und willkommen zurück hier wieder auf der Südhämmern. Und ja, wir sind immer noch hier beim Maisdreschen. Aber wir müssen mal gucken, ob das... Ja gut, er müsste noch mal gedreht bekommen, weil der Drescher ist doch schon relativ voll. Und wir müssten den eigentlich gleich mal abtanken. Aber wie gesagt, das Rohr ist jetzt in der Frucht. Das heißt, wir müssen warten, bis der einmal... Du bist doch noch gar nicht voll, aber wieso fährst du jetzt schon mal hier raus? Ja gut, das ist eben auch das Neue an Curseplay, finde ich, dass der Drescher, wenn das Rohr in der Frucht ist, quasi rausfährt. Das ist ganz nett gemacht. So, der 313 ist fertig, ja. Hallo? Achso, dein Rohr war gar nicht ausgefahren. Oh, muss ich jetzt so knapp da an die Frucht ranfahren, oder wie? Komm! Ja, passt doch. So, Kollege 313. Zusammenklappen, dann fahren wir den ein Stück zurück. Der sollte ja dann die 8 gedüngt haben. Ja gut, hier oben ist jetzt noch ein bisschen Unkraut gekommen, da müssen wir vielleicht dann gleich noch mal gucken. Ja, gut, lassen wir den erstmal hier stehen. So, Gabelstapler. Ja, guck mal, wir haben schon wieder ein Packerl mit Wolle, dann tun wir das gleich mal hier uns schnappen. Gut, das ist auch erledigt. Der fährt. Der müsste doch eigentlich auch bald fertig sein hier. Das ist maximal noch eine Spur, aber das ist ja in der Regel vorher schon fertig. Ja, guck mal, 99%. Das ist gut. Der läuft wieder. Komm, dann warten wir. Ja, guck mal, Lohndienstleistung auf Feld 2 abgeschlossen. Dankeschön. Abgeschlossen. So, dann bringen wir den erstmal zum Hof zurück, werden da die Maschine einmal auffüllen. Und dann gucken wir weiter. Aber wir, genau, wir müssen die Schaufel mitnehmen. Das habe ich nicht vergessen. Die müsste doch irgendwo... Oh, wo haben wir die hingeschmissen? Da ist er. Oh. Ja komm, machen wir noch mal eine Ehrenrunde hier übers Feld. Ab nach Hause. Ah, der Tabak wächst hier auch. Ich glaube, wenn der jetzt gewachsen ist hier und noch nicht erntereif ist, könnten wir da gleich die nächste Düngestufe drauf machen. Warte mal, das müssen wir gleich mal gucken. Da müssen wir gucken. Wachstum, ja, das passt. Da müssen wir gleich hin.
hier müsste doch auch, das ist doch auch gewachsen. Das heißt, wir können hier auch die zweite Düngestufe drauf machen. Ha! Kriegen wir das doch noch hin. Sehr schön, sehr schön. Dann fahren wir mit dem gleich wieder hier runter, damit wir da ohne große Pause weitermachen können. Müssen wir nur gleich gucken, ob das auch wirklich angenommen wird. So, komm, starten wir. Fahren wir mal 5 Meter und dann gucken wir uns das hier an. Ja, perfekt, perfekt. So, genau, dann geht's hier weiter. Drauf. Saatgut, aber den lassen wir auch erstmal einfach stehen hier. Gut, der drischt hier weiter. Ja. So, jetzt gucken wir mal, ob wir nicht doch irgendwo noch eine Seemission finden für uns. Seen Feld 11, 5000, Feld 14. 29, 39, das ist mit der anderen Seemaschine. 19, 14, 19, 14 wäre hier. Die 19 wäre hier oben. Na komm, das ist nicht viel, was es da gibt, aber das nehmen wir, das nehmen wir. 14, 19, die 11 nehmen wir auch dazu. Feld 7, das ist mit einer anderen Seemaschine. Die 20 können wir nehmen. Ja, das reicht, glaube ich, erstmal. So, aber dann würde ich sagen, dass wir jetzt den Frontlader einmal hier abstellen am Hof, damit wir da einfach diese Probleme, die wir eben hatten, nicht nochmal bekommen. Ich stecke jetzt einfach mal hier kurz hin. Wie war das? Wir müssen den einmal runter und dann den auswählen. So, genau. Jetzt gucken wir, wie war das? 11, 14, 19, 20. Die 11 ist hier oben beim Güterbahnhof. Fangen wir mit der an. Einfach jetzt ein Feld nach dem anderen durcharbeiten und ja, Geld kassieren. Wenn es schon langsam wieder dämmerig wird hier. Müssen wir nur gleich noch gucken, was wir da auf der 11 ansehen müssen. Nicht, dass wir da was falsch machen. Ah, aber ich sehe gerade, wir hätten tanken sollen. Komm, das müssen wir auf jeden Fall machen. Da führt jetzt kein Weg dran vorbei. Da müssen wir nochmal zurückfahren. Dann können wir auch gleich, wenn wir da beim Shop sind, einmal Traktor und Seemaschine auch warten. Dann ist das Maschinchen hier wieder
komplett fit für die nächsten Arbeiten. So, genau. Tanken wir dich erstmal. €246, das hält sich ja in Grenzen. So, aussteigen. Ups, einmal umdrehen. Ach, der Drescher ist fertig. Ja, jetzt mach mir keinen Stress, mein Freund. Wir haben im Moment keine weitere Erntemission offen, also musst du dich jetzt gedulden. Wir müssen jetzt erstmal hier den Kollegen Seemaschine auf Kurs bringen. So, einmal hier ums Eck. Ja, guck mal, das ist hier das Feld 11, hier direkt geradeaus. Da fahren wir einfach hier so drauf. So, Feld 11 haben wir gesagt. Halt. Nein, das war falsch. Kursgenerierung. Feld 11, rundherum zwei Bahnen, 12 Meter. Passt. Speichern. Sehen, Feld 11, 12 Meter. Und wir müssen aber gucken, was muss da drauf. Feld 11, Roggen. Haferraps, Soja, Öl, Gras, Hopfen, Tabak, Roggen. Abfahrer einstellen. So, der klappt auf, ja. Ja, wird schon funktionieren. So. Du sagst, du bist fertig. Hier steht noch ein bisschen was. Komm, den nehmen wir mal noch mit. So, wo ist denn unser Abfahrfahrzeug? Ach, warte mal. Da ist aber ein ganzer Batzen. Der muss auf jeden Fall. So, jetzt aber. Gut, das war Erntenfeld 37. Güterbahnhof. Ja, hatten wir doch schon mal. Ja, warten wir mal, bis der Drescher leer ist. Na. Gut. Abfahrt. Dann gucken wir mal, ob wir da jetzt irgendwie dahin kommen, wie, wo ich hin möchte. Und ich fahre jetzt hier nach unten raus. Ja, egal. Dann geht es hier rum. Nehmen wir wieder die Runde hier durch die Eimo durch. Kennen wir ja den Weg.
Ja, und der Kollege 313 ist auch schon wieder fertig. Das heißt, wo war der jetzt? Da müssen wir mal kurz hin. Genau, der hatte jetzt die 8 gemacht und macht jetzt noch die 9. Dein Gerät hier zusammen, sonst kriegen wir hier Probleme mit dem Fahren. Ja, wir werden auf jeden Fall, wenn wir hier mit dem Düngen dann fertig sind, auf den nächsten Tag vorspulen, weil jetzt das doch schon ziemlich düster wird und da mag ich ehrlich gesagt nicht so wirklich arbeiten. Ups. Dann haben wir nämlich auch, denke ich mal, am nächsten Morgen hier gute, zumindest zwei Felder, die wir ernten könnten. So, komm, Abfahrer einstellen, los geht's. Und wir machen hier weiter. Ich will zumindest den Auftrag noch fertig bekommen heute. Also müssen wir auf jeden Fall noch schnell zum Güterbahnhof hin rasen, damit das alles so seine Richtigkeit bekommt. Wir fahren jetzt aber diesmal nicht hier hoch, sondern wir machen die nächste oder die übernächste. Na, lass uns mal hier hochfahren, oder? Warte mal, nee, die. Nach Feld 12 müssen wir hoch. Damit die ganze Sache passt. Ja, jetzt wird es wirklich dunkel hier. So, komm. Da müssen wir längs. Gut, den lassen wir einfach mal hier stehen. Wir warten mal kurz, bis das Ding hier ausgeleert ist. Ja, guck mal. Und es kommt Geld rein. Und es kommt Geld rein. 7000 Euro extra. Sehr schön. So. Die schließen wir ab. So, jetzt werden wir aber gleich mal. Wir haben jetzt 40.000. So, 30.000 Kredit zurückgezahlt. So, wir gucken noch mal ganz kurz, ob das hier auch klappt. Jo, macht er auch. Wir müssen dann hier nur noch, ja, das müssen wir auf jeden Fall auch noch machen, bevor wir vorspulen. Also das müssen wir dann zu Beginn der nächsten Folge hier noch das Unkraut fertig wegmachen und dann, ja, hier unten ist Unkraut gekommen, da müssen wir auch noch ran. Ja, und einmal düngen müssen wir hier unten. Also haben wir noch ein bisschen Nachtarbeit für die nächste Folge. Jo, aber nächste Folge ist das Stichwort. Für heute sind wir fertig. Morgen 12 Uhr geht's weiter wie gehabt. Also schaltet wieder ein und ja, wir sehen uns.